Guten Morgen, guten Morgen. Es ist 5:15 oder so, 5:30 war die Nacht vorbei. Ich wollte hier mal Memory spielen. Und ja, ich gebe Letty jetzt eine große Runde. Falls er eine große Runde gehen will, der ist bei dem warmen Wetter immer sehr faul. Hat er nicht wirklich Bock, viel zu laufen. Jetzt ist aber noch echt angenehm kühl. Komm, Humi. Ja? Ja? Ach, Etty, du bist wirklich. Sitzt da hier und bist wie eine Kuh. Ja, was steht auch im Programm? Wir fahren heute oder morgen, fahren wir nach Manavgat, wollen die Reifen reservieren. Machen wir jetzt doch. Entschuldigt, weil. Er sagt, wenn wir einen Reifen anzahlen, kann er die bestellen. Da haben wir den fixen Preis von 6.000 für beide Reifen. Inklusive Montage. Ansonsten kann es sein, dass die halt in 2 Wochen teurer sind, weil die Preise sich ständig ändern. Was ja auch logisch ist. Und dann müsst ihr halt mehr bezahlen, wenn es dann mehr kostet. Er weiß es nicht. Nur halt der freundliche Hinweis, dass er das reservieren könnte. Und dann kriegen wir den günstigen Preis dafür. Genau. Ansonsten, wenn ihr wollt, wieder schön schwitzen, schön chillen, Reste essen vom Essen gestern, das war echt lecker. Wir haben uns ja gestern wieder Essen bestellt. Ich habe Mückenstiche am Kopf, meine Güte, es juckt. Den ganzen Körper schmier ich halt mit Zitronenöl ein, das geht, aber die Haare kann ich ja schlecht einsprühen damit. Naja. Zu essen gibt es halt Reste, wie gesagt, haben wir ein bisschen was über, dann haben wir noch Brokkolinski von gestern. Einige haben wohl Erdnusswändchen am Programm stehen, aber ist noch so viel da. Da haben wir gesagt, jetzt noch Rest, aber vielleicht machen wir uns auch einen Goldkohl-Salat dazu. Wir müssen mal schauen. Machen wir noch Gyros. Ich bin auch müde. Scheiß die Wand an. Was haben wir heute? Donnerstag. Morgen geht die EM los, ihr Lieben. Also wenn ihr erzählt, ist sie schon losgegangen. Jetzt schon fast 20 Leute in unserer Kicktipp-Runde, voll cool. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir so viele werden. Könnt euch immer noch anmelden, wenn ihr es nicht gemacht habt und hat Spaß an der Freude, da mitzutippen. Meldet euch an. Können wir da eine lustige EM tippen. Bin gespannt, wie wir abschneiden und die anderen. Etty, da ist eine Eidechse. Komm. Ach man, wird wohl links rum im Stuhl. Dann setze ich mich hier mit dem Etty und gucke ihm im Grasen zu. Naja, so ist er. Ja, zum türkischen Laden müssen wir auch noch. Wir haben uns ja noch eine dritte SIM-Karte geholt. Die kann ich aber nicht aufladen. Da hat er uns wieder was Falsches verkauft. Also nicht er wieder, sondern jemand wieder eine falsche SIM-Karte verkauft. Da müssen wir auch noch mal hin und das regeln. Ja, hat heute Morgen 18 Mücken bei uns drin, haben heute Morgen die Fenster, die Fliegengitter runter gemacht, sind sie alle rausgeflogen, haben gesagt, genug von uns, Schnauze voll. Ja, und Viecher, gefiecht Zeug. Vielleicht fahre ich heute an die Mall mit den Kindern, mal gucken. Heute soll es 38 Grad werden und ich muss da meine Mückenstiche noch weg, weil ich habe noch so viele. Nur diesen Bite-Away, so ein Erhitzer-Ding. Da brennen wir dann die Dinger weg. Ihr könnt euch das Buch schon reinschreiben von dem Max, ne? Olivia hat gestern ihr erstes Freundschaftsbuch bekommen zum Reinschreiben. Ich fahre nämlich heute weiter. Da müsst ihr dran denken, dass sie da reinschreibt. Da haben wir das schon mal weg. Genau. So. Ich hole mir jetzt einen Stuhl, Etty, und setze mich hin. Oder komm, wir laufen mal weiter. Komm, Etty, komm. Komm. Ach Otto, da hole ich mir jetzt den Stuhl und setze mich hin und gucke dir beim Grasen zu. Ihr Lieben, bis gleich mal, bis später. Ja, jetzt wollte ich mir den Stuhl holen. Will er weiterlaufen. Naja. Gut, nee, komm Etty, wir laufen jetzt. Kein Grasfressorgie jetzt. Du bist doch keine Kuh. Wir laufen jetzt hier eine Runde. Genießen noch die kühle Luft.
Und dann mal gucken. Würde ich sagen, wenn ich später wieder rein, erzähle euch ein bisschen was, zeige euch ein bisschen was, was heute so abgeht. Und ja, schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Bis später. So, ihr Lieben, wir haben jetzt den Vormittag damit verbracht, frühstücken, Kaffee zu trinken, haben das die erste Mahlzeit zu uns genommen. Jetzt wollen wir mal gucken, der Calvino ist irgendwo auf Wanderschaft in so einem See. Das sah gerade ganz schön aus. Da fahren wir jetzt mal hin gucken, ob wir da auch den Weg dahin finden. Allerdings gehen wir da nicht zu Fuß hin. Wir fahren mit dem Auto hin. Er sitzt jetzt schon im Auto. Mama hat das Auto sauber gemacht. Er sitzt da schon die ganze Zeit. Nicht annähernd so blitzblank wie in Izmir. Aber 2 Kilo Hund und 3 Kilo Erde sind raus. Genau. So machen wir uns jetzt auf die Reise. Auf eine gewisse Weise. Kommst du auch mit, Livia? Ja. Hast du ein Schlüppi angezogen? Ja, tada. Wow, schick. Oh, so. Mama, ja. Haben wir ein Tuschelchen mitgenommen? Fahren wir mal gucken. Ich muss meine Ummengetasche mitnehmen. Oh, ist das warm. Herrlich, 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 ihr Lieben. Später mal. Ich zeige euch, wo wir hinfahren. Natürlich nehme ich euch wieder mit. Wir sind angekommen, aber hier ist weit und breit kein See mehr zu sehen. Wir wollten eigentlich zum See. Ja, der See, der ist nicht mehr da. Da hinten war so eine Pfütze, aber da waren sie am Abpumpen. Naja, sind jetzt nur 9 Minuten gefahren, daher alles halb so wild. Ging das eigentlich. Haben jetzt bei 2 Dinger, ach, das ist eine Toilette, ist das da, glaube ich. War irgendwie sowas. Ja, haben wir nichts gefunden. Oh, das ist eine Müllhalde, ist da. Guck mal da links, Mama. Mhm. Meine Güte. Aber irgendwo muss ja auch der ganze Mist hin, ne? Ab in die Felder. Naja, driven wir wieder zurück. Mal gucken, ob wir irgendwo anders noch so einen See finden oder Flüsschen. Vielleicht guck mal, was man in Calvino wo ist. Guck mal da. Sind wieder zurück. Wir haben jetzt keinen See und keinen Fluss gefunden. Es war uns aber auch ein bisschen zu doof, jetzt durch die Gegend zu fahren. Komm her, ich buste dein Essen. Haben wir uns jetzt Mittag gemacht. Die Mama geht jetzt mit den Kindern eine Stunde zum Meer. Komm. Und dann fahre ich gleich, wenn die wieder hochkommen, später. Komm in die Mall, ne? Hast du Lust auf den Mall nach dem Meer? Ist es zu heiß noch? Ja. Kommst du nicht mit zum Meer? Genau, so sieht's aus. Aber die Mall. Nee, ist noch zu heiß, Livia. Wir haben die Mittagshitze gerade. Dann, ja, wir essen gleich nochmal Reis mit Reste. Mit Brokkolinski haben wir noch ganz viel. Da koche ich dann nochmal ein bisschen frischen Reis. Und dann, fahre ich dann noch die Reifen bestellen vorher. Noch ein bisschen Geld abheben wollte ich von der Bank. Da war nämlich der Automat leer beim letzten Mal. Haben wir alles geplündert? Nein. Einfach leer. Es kommt halt öfter mal vor. Auch in Ungarn haben wir das schon öfter gehabt, dass der Automat einfach leer war. Ist halt so. Genau. Ja, dann mal gucken. Ist der Tag auch schon wieder gedroppt, glaube ich, so langsam. Ist schon 1 Uhr. Das war schöner, wo der Wind ging, ne? Naja, könntest du uns nicht aussuchen, das Wetterchen. Wir haben immer was zu meckern, das liegt in den Genen. Ja, meckern nicht, einfach nur so jammern auf hohem Niveau. Genau, so sieht's aus, ihr Lieben. So, jetzt essen wir ein bisschen was, ich puste halt essen. Der Etti liegt in der Hitze. Er geht jetzt baden, sagt er. Gibt's hier ein Loch und verbuddelt. Oh, ich war jetzt hier am Bahattin Yuppie Market in Kizilot. Wir haben richtig geilen Scheiß so für Papa, das richtige Zeug. Ich habe mir jetzt 2 Spaten geholt. Und die dazugehörigen Pinne aus Hartholz. Ja, genau. Zwei so Holzhackenmesser geholt. Da ist die andere Tüte mit Schellen und ja, alles Mögliche. Für unsere Terrasse, fürs Tor.
Mückenzeug geholt. Das werde ich euch die nächsten Tage mal alles präsentieren, was wir hier Schönes gekriegt haben. Hallöchen, ihr Lieben. So, wir waren jetzt im letzten Mal, habe ich glaube ich gefilmt, wo wir in diesem Wertstoffhandel waren. Und jetzt sind wir in der Mall. In der Zwischenzeit sind 3 Stunden vergangen und meine Güte, wieder jede Menge erlebt. Jetzt fahren wir erstmal raus und dann erzähle ich euch das alles. Danach waren wir in so einem Elektrowarengeschäft. Der wurde uns empfohlen, da habe ich so einen Verteilerkasten gekriegt. Wir wollen ja bei uns in Ungarn, wenn wir wieder da sind, so langsam nach und nach ein bisschen den vorderen Bereich und die Terrasse fertig machen. Und da wollen wir halt auch Strom legen, wenn wir mal Besuch kriegen von anderen mit Wohnwagen, Wohnmobil etc. pp. Oder allein für uns zu kochen oder irgendwas zu machen. Meine Güte, die fahren hier wie die allerbehindertsten Menschen. Fast ein Rollerfahrer gebumst hier seitlich. Ja, überholen die auch in der Tiefgarage. So, jetzt fahren wir erstmal hier wieder den Berg des Todes hoch mit 12-mal aufsetzen. Ja, jedenfalls habe ich dann einen Verteilerkasten bekommen für 700 Lira. Ja, ungefähr, nein, nicht 700 Lira, 70 Lira hat er gekostet. Also ich habe knapp 112 Lira, 110, 112 Lira bezahlt mit 2 Sicherungsschalter mit 16 Ampere plus den Kasten. Und dann habe ich noch gekauft 50 Meter Kabel. Er kostete nämlich mit 2,5 mm Kupferkern, dreifasrig, wie auch immer, habe ich bezahlt den Meter für unter 80 Cent. Habe ich für 50 Meter abschneiden lassen. Und dann hinter dem Auto habe ich so geguckt, halt die Abrechnung einfach nochmal, kriege ich aufs Handy immer, wenn was bezahlt wird mit Kreditkarte. Dann war das über 90 Euro und das konnte halt gar nicht sein. So, ne? Ja, wieder hingefahren. Ja, dann hatte der wohl aus Versehen 120 Meter berechnet. Und ja, hingefahren hat sich tausendmal entschuldigt, hin und her, tralafik, tralafotti. Und dann habe ich so gesehen, dann lagen da diese LED-Dinger drin, die ich im Wohnwagen auch, hier diese LED-Leisten. Da habe ich einen Ungarn geholt, 5 Meter für 27 Euro, die war recht teuer, aber wir brauchten die halt, weil ich wollte den Wohnwagen ja fertig machen mit 12 Volt und Elektrik und alles und habe die dann damals geholt und sie habe ich gefragt, Neckar da, also was kosten die? 60 Lira für so eine Rolle. Ja, das sind 1,50 Euro, da habe ich 6 Rollen geholt und ja. Genau, dann sind wir endlich nach lang hin und her und Geturne in der Mall gewesen. Da haben wir dann haben wir so einen Schickköfte-Dürüm, habe ich mir geholt. Die Kinder haben eine Pommes geholt, gerade wie nur bei Burger King was Ungesundes. Also wir haben alle ein bisschen Schrott gegessen jetzt wieder. Und ja, dann haben wir Kopfhörer geholt für die Livia. Ihre sind kaputt gegangen, haben wir zum Mickey-Maus-Ohren geholt. Und dann habe ich schon gefragt, ne? Garantie drauf, weil irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Und dann, ja, kein Problem, soll den Karton nur behalten und dann ist auch Garantie drauf, ja. Dann zum Auto versucht anzuschließen, ging nicht. Das war nämlich in der obersten Etage nochmal komplett rein, komplett hoch und oh, ja, jetzt haben wir 18.08 Uhr und mir reicht's. Jetzt fahren wir nach Hause und dann kommen wir den Abend langsam einklingen. Also um 20 Uhr habe ich noch ein Date, da treffe ich mich online mit ein paar Leuten, spielen wir was und ja, und die Familienlung und schlafen voll platt. Naja. Jammern auf hohem Niveau, genau. Nützt ja alle nichts. Ne? Ich zeige euch gleich noch die Sachen, wenn wir zurück sind, was wir in dem Laden da geholt haben, in dem Jüchse-Laden. Und ja, mal wie viel bezahlt, habe ich knapp 40 Euro bezahlt in dem Zalafiti-Laden. Ich zeige euch einfach nochmal alles. Fast ich kann mal zeigen, was ich geholt habe. Das sind diese elastischen Kabel. Echt ein krasser Unterschied. 50 Meter, 100 Meter berechnet. Und guck mal. Ein Spaten und eine Schaufel. Echt? Weiß ich nicht. Siehst du ja wieder bei mir immer. Schau mal, nur ein Kabel. Das haben wir auch noch geholt. Dann haben wir 2 Butchermesser, die ich gleich direkt verschwinden lasse. Ist nochmal da mit Minecraft-Spielen gelaufen. Dann hier für unsere
Abhängungsschaukeln. Wie viel Kilo können die denn? 120, hat er gesagt. Also ich kann da noch rein für 2-3 Jahre. Dann wird es ja eng. Kannst du das mit dem Kopf legen? Also verschiedene Schellen noch geholt. 10 Cent so eine Schelle. Und dann noch hier für unser Tor in Ungarn. Gemüse gekauft. Jawohl. Und dann habe ich noch so ein Türschloss geholt. Da wollte ich mal gucken, ob das passt für unseren Wohnwagen. Genau. So, das wollen wir jetzt einfach erstmal so ins Auto rein. Morgen verräume ich das richtig. War der Akku leer. Ich verräume jetzt nur noch alles. Nein. Und dann gucke ich mal morgen nach dem Schloss, ob ich das gewechselt kriege vielleicht. Mal schauen, die Messer bringe ich auf jeden Fall direkt in Sicherheit. Und ja, ich bin gerade gewundert, wo ist der Hund, aber der ist ja tighter mit dem Mima. Ach ja, und diese Stöcke haben wir dabei auch noch geholt für unsere neuen Schaufeln. Genau, das ist das, das kann dann weg. Funktioniert ja. Neue Schlüpfer hat der Calvino gekriegt. Genau, so war's. So packe ich mal ein und um und aus. Und dann würde ich sagen, habt einen wundervollen Abend. Sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Tschüss.